Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Project Highwise. Wir sind jetzt größten Ganzen erstmal hier so weit, dass wir hier oben angekommen sind. Uns fehlt noch eine einzige Person für das erste Ziel. Und wieso fliegt jetzt eine Fliege rum? Können wir einen Kredit aufnehmen? Ja, wir können den zurückzahlen für 400. Die beiden annehmen, damit haben wir 18.000. Das, oh nein, das heißt, wir können zumindest mal... Ach man, jetzt muss ich sogar noch hochgehen, damit ich hier die ganze Etage ausbauen kann. Kostet mich knapp 3.000. Wir machen mal 3 Etagen. Warum zipperlich sein? Machen wir 4 Etagen. Dann haben wir meine Leute erstmal hier was zu tun mit ihrer Arbeit. Ja, erstmal die Schränke hier. Wasserschrank. Wie, daneben? Ach, daneben. Okay. Nichts gemacht, nichts passiert. Alles gut. Dann Müll. Und mit dem restlichen Geld tun wir mal reparieren. Wir können nichts reparieren. Dann machen wir mit dem restlichen Geld erstmal Strom verlegen. Hoffentlich reicht das Geld für Strom. Also hier mal ein ganz großer Ausbau. Und das wird richtig eng schon mit dem Geld. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier sind 18.000, ne? Das muss man auch mal jetzt bedenken. Jetzt haben wir noch 1.100. Bisschen Wasser können wir mal verlegen. Hier kommt Wasser rein. Hier sollen nämlich jetzt dann auch noch die Zahnärzte rein, so wie es hier geplant ist. Das Problem, was wir auch haben, dadurch, dass wir jetzt kein Geld mehr haben, dass hier das Wasser und die Telefon langsam zu eng wird. Aber wir müssen jetzt merken, wieso warten. Wir können jetzt mal ein bisschen Geld sparen oder zumindest erstmal die Leitungen legen, dann die Gebäude hinsetzen, wo sie hinkommen sollen. Dann uns um die Versorgung kümmern und dann ausbauen. So ist zumindest mein Plan. Bloß immer reparieren. Damit wir dann alles so schnell wie möglich Leute einziehen lassen können. Und wenn wir die Leute eingezogen lassen haben. Was eigentlich... Zumindest jetzt, was ich gerade hier sehe mit dem Telefon, hoffentlich reicht. Nein, reicht leider nicht ganz. Direkt mehr die größeren kommen. Also hier einmal Großtelefon plus die 4 Stück. Einmal Großwasser, weil wir doch jetzt mehrere Leute einziehen. Plus Strom, ein grob mittleres. Und das Problem ist, die sind sehr teuer. 1200. Oder 1200, sind wir bei 2500 plus nochmal ein Teil 1700, sind wir bei 4000 genau. Also ein bisschen mehr als 4000 haben wir dann als Abgaben. Okay, man muss überlegen, wir machen 50 damit, hier machen wir 40. Ne? Wenn ich jetzt die abreiße, zack, 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 ein mittleres dahin setze, sind wir bei 100, sind wir höher. Aber erstmal wieder müssen wir das Geld kriegen, damit wir halt das restliche Telefon bauen können. Planen können wir jetzt auch schon mal. Also jetzt geht es hier ganz schnell voran. Hier kommen die ganzen Arztpraxen hin. Da ein kleines Büro, da ein kleines... Nee. Diesmal wollten wir... Wo ist es hier? Das Beraterbüro bauen. Die kosten 500. Hausverwalter, ja, Hausverwalter, glaube ich, brauche ich. Dann können wir aber hier die Wohnung einziehen lassen. Da fehlen uns auch noch 4. Plus es fehlt noch ein Bewohner halt wie das erste Ziel. Und das ist auch mal gut. Was haben wir hier noch? Platz für mittelgroße Penthouse-Dachwohnungen bereitstellen. Okay. Warum nicht, ne? Also
4525 haben wir wieder. Dann einmal reparieren. Dann das restliche Telefon legen. Nochmal diesen Millimeter hier. So. Dann einmal. Wie groß ist das Beraterbüro? Hey, da können wir sogar noch ein einziges Büro daneben setzen. Ist doch ideal. Das passt doch wie angegossen. Da hinten, ja, man muss erstmal gucken. Ich will es halt nicht zu früh ausbauen. Aber wir können schon mal die kleinen Büros einziehen lassen. Erstmal suchen wir wieder. Dann eine Arztpraxis oder zwei Arztpraxen ziehen wir, lassen wir einziehen. Ich hoffe, dass ich habe das Wasser weit genug gebaut. Yep. Gucken wir mal. Wasser sind wir jetzt bei zwei Personen noch. Dann lassen wir hier die einziehen. Dadurch haben wir das erste Ziel erreicht, wenn die einziehen. Und damit haben wir auch Wasser. Wir müssen noch mal ein Wasser bauen. Kriegt dafür extra Geld. Leider nicht, schade. Aber wir haben zumindest das erste Ziel erreicht. Telefon. Sind bei einer Person noch. Und ich glaube, wir können sowieso nichts mehr einziehen lassen, ne? Doch, wir können. Ah, wenn die Telefon brauchen, kann ich sie nicht mehr einziehen. Alles klar. Aber ist schön, wir haben zumindest jetzt mal unser erstes Ziel erreicht. 50 Bewohner brauchen wir nochmal und 80 Büroangestellte. Das ist ja nicht so schwer, weil die halt überall hier drei Leute. Zwei bis drei Leute arbeiten. In den mittelgroßen Büros. Außerdem habe ich jetzt hier meinen Berater. Das kostet sogar Geld. Was ist das denn? Für eine Frechheit. Ein neues Konstruktionsbüro. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann können die Leute mal schneller arbeiten hier. Weil die zwei Leute brauchen auch Ewigkeiten, um die auszubauen. In dieser Folge kommen wir wirklich gut voran hier. Ey. Wow. 4500. Okay, wir machen kurz Pause. Reißen mal die beiden ab hier. Tun mal ein neues Telefon hier hinpacken. Ein Mittel. Damit haben wir jetzt 120. Wasser haben wir auch noch genug. Wir können nach Arztpraxis suchen. Dann Leute mit Telefon einziehen lassen. Die wollen kein Telefon. Ihr wollt Telefon. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier das weiter ausbauen. So, zack, klack, klack. Überliegt ja alles. Genau, passend. So, Anwalt. Kreativbüro. Anwaltskanzlei. Und zwei Finanzbüros. Dann gucken wir mal. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeit für. Ich hoffe, das passt alles noch. Naja, Telefon steigt auf jeden Fall mächtig an. Genau wie Strom jetzt schon überbucht ist. Ups, daneben gebaut. Egal. Erstmal haben wir jetzt für den Tag jetzt noch genügend Strom. Es wird dann abgerissen, einfach neues gebaut. Haben wir nicht genügend Geld, um halt jetzt das da auszubauen hier? Ne, 750 waren das. Och man. Hab ich leider nicht aufgepasst. Ich war jetzt gerade im Ausbaufieber. Aber normal müssten wir jetzt Geld machen. Und da müssen wir natürlich jetzt gucken. So, hier kam bald die nächste Wohnung ein. Nächste Wohnung. Tada. Die könnte ich auch nicht entscheiden, was sie machen sollen, ne? Die arbeiten wirklich kreuz und quer. Eine Arztpraxis. Dann kann hier. Wir müssen sowieso überall mal suchen nochmal.
Suchen wir mal und haben wir auch erstmal jetzt kein Geld mehr. Dann müssen wir gucken nach Reparatur. 4800. Dann müssen wir reparieren und haben dann erstmal wieder kein Geld. Oh, was mache ich da? Wieso baue ich auch? Hä? Wieso haben wir jetzt keinen Strom mehr? Für eine Person, verdammt. Geld, ich brauche dich ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Bevor wir dann reparieren, tue ich dann doch lieber dafür sorgen, dass wir genug Strom haben. Ach komm, bevor der auszieht. Weil die sind meistens Sterneverlust. Okay, ist wieso nicht schlimm, ne? Ich lass wieso mal die gleichen einziehen. So, wir haben Geld. Pause. Ich reiß dich mal ab. Und dann bauen wir mal einen mittleren. Weil der mittlere ist einfach deutlich günstiger. 50, du hast 200 sehr wahrscheinlich. 250 Jahre eigentlich das gleiche haben die, ne? Ich glaube, die haben sogar 150 nur. Dann haben wir zwei Arztpraxis, die wir einziehen lassen können. Und weiterlaufen lassen. Mit dem restlichen Geld können wir nicht reparieren. Wir können aber mal die ganzen Apartments reparieren. Sowie die Restaurants. Und die Händler. Jetzt haben wir wieder kein Geld. Nicht schlimm, wir machen auf jeden Fall gut Geld pro Tag. Und dann haben wir noch Zeit hier, dass die das schaffen, mal auszubauen, wir Leute einziehen zu lassen. Aber wie weit man kommt mit 18.000, ne? In diesem Spiel. Das ist doch schon schön. Dass man doch eine gewisse Weite jedoch kommt. So, Beleuchtung. Ne, wir brauchen keine Beleuchtung, wir brauchen eine Uhr, eine Pflanze und einen Stuhl. Jetzt müssen wir gucken, da brauchen wir 2840. Ich will gar nicht wissen, wie viel wir bekommen. Der Kopierservice hat Probleme. Das heißt, wir müssen einen neuen Kopierservice bauen. Okay. Kommt hier unten rein. Wie weit? Na, da müssen wir aber das Strom erweitern. So, Telefon brauchen sie jetzt nicht unbedingt, aber sie brauchen auf jeden Fall das andere. So, dann kommt im nächsten Mal das hier. Die nächste Etage auch schon fertig. Dann haben wir richtig viele Bewohner auf einmal. Hoffe ich mal, dass sie jetzt auch wieder ein paar einziehen mit zwei Menschen oder Bewohnern. Also wenn immer nur einer reinzieht, ist das relativ dumm. Wenn da mehrere einziehen, haben wir eigentlich relativ Erfolg. Und da unten haben sie auch einmal fertig, das ist super. So, und wir kriegen auch gleich wieder Geld. Da brauchen wir als erstes mal den Kopierservice. Und ja, Büros müssen repariert werden. 5000 haben wir. Dann würde ich mal sagen, reparieren wir die Büros. Restaurant und Händler haben noch knapp 1000. Ja, jetzt haben wir wohl leicht Probleme. Nämlich, wir brauchen nämlich einen Kurierservice, einen Kopierservice und nochmal einen Handwerker. Und nochmal was anderes. Das Problem ist, der Platz wird eng. Was machen wir deswegen? Wir lassen einfach neue Leute einziehen. So einfach geht das manchmal. Ich lasse hier einfach nur einfaches Zimmer-Apartment bauen, weil halt die Leute schneller, oh, einziehen. So, die sind fast mit dieser Etage fertig. Jetzt können wir auch mal das hier benutzen. Hey, ich brauche ein großes Konstru. Ah, ich muss erst das Konstruktionsbüro bauen. Okay, Mitarbeiter, größeres Büro davon, dann können wir das machen. Wartungen, Dienst optimieren, Exklusivaufzüge. Dann können wir auch jetzt nämlich das hier bauen. Das müssen wir erstmal bauen.
Dann haben wir noch genügend Geld erstmal, um den Rest zu reparieren. Und dann einen Kurierservice. Einen Kopierservice. Und dann leider nicht mehr genügend Platz. Das heißt, wir brauchen doch noch die nächste Etage, obwohl wir den Hausmeisterdienst hier entpacken. Das heißt, da liegt Strom, da liegt sehr wahrscheinlich, sagen wir mal, Wasser liegt jetzt auch da. Aber die da hinten haben auch jetzt Strom, haben auch kein Telefon, brauchen kein Telefon. Perfekt. Dann, die Leute sind ja am Bauen. Hier tun wir mal auf, das mal reparieren, auf renovieren, automatisieren, Werbebotschaft bringen wir noch mehr Geld. Das heißt, hier kommen ja die nächsten mittleren Büros rein. Das geht hier wirklich ratzfatz, was hier abgeht. Also diese Folge war jetzt schneller Ausbau. Und wir haben noch Geld, vor allem, das ist noch besser. Aber wie es aber weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Alles dahin. Ciao.